Bist du bereit, Carsten? Ich bin bereit, Jan. Das freut mich sehr, Carsten. Dann geht's nämlich jetzt los. Herzlich willkommen zu 2959, dem Neue Welle Podcast. Hier in den nächsten 29 Minuten und 59 Sekunden, wie der Name das schon so leicht dezent anklingen lässt, reden wir über Themen aus der Region, aus dem Neue Welle Sendegebiet. Themen, die es nicht lang genug ins Radio geschafft haben. Was hast du heute dabei, Carsten? Ich bin heute in deiner Hometown. Du bist in meiner Hometown. Ich bin in Baden-Baden, baby. Yeah, the good, good life. Das ist der Slogan von Baden-Baden, kennst du das? The good, good life? Ja, weil Baden-Baden wird ja oft mit bad abgekürzt, ne? Ja. Und deswegen ist der Slogan, die wollen die gegen anwirken eben und sagen, the good, good life. Baden-Baden, bad, ja. Good, good. Ich habe mal Little Moskau, habe ich mal. Früher gab es mal so ein, wie heißt das, so ein Monatskalender. Also so ein Magazin, wo ganz viele Termine drin vorgestellt wurden und das hieß immer Bad Times. Und das fand ich irgendwie ein schlechter Name. Genau wie in dieser Fernsehwerbung gerade von irgendeinem Baumarkt, wo der Badplaner auf seinem T-Shirt Badplaner draufstehen hat. Badplaner. Aber jeder liest natürlich The Bad Planner, der schlechte Planer. Gut, siehst du, wir sind schon keine Minute auf Sendung und schon wieder vollkommen in einer ganz anderen Region unterwegs. Also in Baden-Baden. Ja. Du lass mich doch mal kurz mein Thema noch vorstellen wenigstens. Hast du noch gar nicht gesagt. Nein, habe ich noch gar nicht gesagt. Das reicht schon. Wenn du über Baden-Baden Also bist, Baden-Baden hat neue Parkplätze geschaffen, ja, was ja eigentlich total schön ist. Das ist total schön und trotzdem wird darüber diskutiert, weil einige schütteln da echt den Kopf, für was diese Parkplätze geschaffen wurden. Ach so, okay, das sind oder für wen? Parkplätze. Wir hatten doch erst letzte Parkplätze in Baden-Ost, wo keiner geparkt hat. Genau. Weil die Geld kosten, jetzt haben sie wieder Parkplätze gemacht. Es wird, parkt wieder keiner. Also in Baden-Baden muss man sagen, da wird über Parkplätze diskutiert. Heiß möchte ich hier mal. Da nicht auch der Bad Planner am Start war. Ich habe ein Thema dabei und zwar, unsere Region darf sich am Wochenende im größten Fernsehereignis der Welt präsentieren. Darüber müssen wir sprechen. Spielt der KSC wieder? Dann fahr das Band ab. 29.59. Der Podcast für die Neue Welle Region. Ja, der KSC spielt wieder. So. Das ist richtig. Also, das ist mein Thema. Wir machen nochmal ganz kurz hinter den Kulissen, bevor wir uns in die heißen Themen stürzen. Mhm. Und da gab es ja in der letzten Ausgabe unseres beliebten Podcasts 29.59 eine Verlosung. Ist es so, dass der Podcast schon beliebt ist? Oder ist das einfach nur hier so eine Klausel von dir? Aktuelle Zahlen belegen, dass der Podcast im Monat Januar, also jetzt im neuen Jahr, schon ein Viertel so viel gehört wurde wie im kompletten letzten Jahr. Das heißt also, es geht... Also ein Viertel so viel. Ja. Also wenn im letzten Jahr 4 Leute zugehört haben, jetzt im Januar hat schon einer zugehört. So, genau. Okay. Und das muss man sich mal vorstellen, was jetzt in diesem Jahr noch kommen wird. Wir werden bestimmt 5 Hörer schaffen. Sehr gut. Einen kennen wir persönlich. Genau. Timo Karcher hat uns geschrieben. Er wollte diesen XL-Pullover haben mit dem 2959-Logo vorne drauf. Und wir hatten ja eine Verlosung. Das war die richtige Antwort war aus einer deiner Meldungen? Ja, ich hatte so relativ spontan ein Quiz erfunden hier in diesem Podcast und die richtige Lösung war Eppingen. Es ging da um den Biebersee und der Hammer ist, der Timo hat bei diesem Gewinnspiel mitgemacht und wir haben den, glaube ich, am Freitag um 12 Uhr haben wir den Podcast hochgeladen und am Freitag um 12.05 Uhr hat der Timo schon die richtige Lösung geschrieben. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das kann ja gar nicht sein. Das war doch eine Meldung, die erst nach 20 Minuten oder so gekommen ist. Ja, aber ich habe ja gefragt, wo ist der Biebersee? Vielleicht hat er es gewusst. Hat er sofort geschrieben. Ja, das kann sein, ja. Ich habe relativ am Anfang gefragt, also jetzt hier. So. Oder er hat vorgespult. Kann man bei unserem Podcast vorspulen? Klar kann man da vorspulen. Wir sind doch nicht aus den 80ern. Ich habe keine Ahnung. Davon. Kann man vorspulen. Nee, hat er gut gemacht, der Timo. Und ich kenne den Timo auch. Und ich weiß, wer das ist. Also ich weiß, wer das ist, ja. Und ist ein guter. Also ich freue mich, dass er gewonnen hat. Das ist wirklich ein guter. Timo, beste Grüße. Und Timo, falls du uns hörst, du schuldest mir noch eine Käsebrezel. So. Und Timo, wenn du das hörst, du musst dir das Ding jetzt bei uns abholen. Nee, ich kann es dir auch bringen. Alter, wohnt ihr nebeneinander oder was? Ich weiß, wo Timo wohnt, ja. Ach Quatsch. Ich weiß vor allen Dingen, wo er arbeitet. Und da gibt es, egal. Ist das eine Connection? Hast du den in den Podcast geholt? Nee, gar nicht. Timo hatte schon geschrieben und der hatte schon öfters geschrieben zum Thema Podcast und war auch schon mal hier im Sender und hat sich das angeguckt und habe ich so ein bisschen rumgeführt. Daher kenne ich Timo und daher weiß ich,
weiß ich alles. Naja, und Jan Zipperer macht Hausbesuche, das finde ich auch geil. Kommst einfach mal vorbei. Ja, sparen wir uns das Porto. Ich schulde dir noch 5 Euro für den Podcast. Für den Pulli, meine ich. Für den Pulli. Für den Podcast schulde ich dir. So komm, lass uns mal kurz nach Baden-Baden gehen. Und zwar wurde da jetzt vor Schulen und Kindergärten wurden jetzt Parkplätze für Eltern gemacht, die ihre Kinder mit dem Auto dahin fahren. Weil die oftmals für einen riesen Verkehrschaos sorgen, weil die da so in zweiter Reihe stehen oder einfach so vor der Schule stehen. Das ist so ein Namen Elterntaxi. Ne? Ja, das sind die, so diese Helikoptereltern, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber klar, Elterntaxi. Früher sind wir mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, ja, oder sind zu Fuß gegangen oder mit dem Bus oder wie auch immer, mit der Bahn. Heutzutage machen das die Eltern mit dem SUV. Ne? Schön vor die Schule fahren, 300 Meter, das kann man einfach nicht mehr gehen. Und und jetzt stehen da, muss man sich das halt an vielen Schulen so vorstellen, dass eben zu diesen Stoßzeiten alle gleichzeitig anrammeln. Und dann ist das so wie wenn Aldi irgendwie was hat und dann stehen alle morgens um 8 und wollen rein. Mhm. So. Und da hat jetzt Baden-Baden gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir machen jetzt sogenannte, Achtung, Elternhalte. Und zwar am Hungerberg, im Rotweg und in der Breisgaustraße. So hat es der Badener Bürgermeister Roland Kaiser verkündet. So, und viele schütteln in dem Fall. Moment. Ja. Wie heißt der Bürgermeister von Baden-Baden? Roland Kaiser. Nein. Doch. Der heißt doch nicht Roland Kaiser. Der heißt Roland Kaiser. Was ist denn mit Roland Kaiser? Ja, Roland Kaiser, hallo, Santa Maria. Maria. Ach, der Sänger. Es kann der Frömmste. Das ist der Roland Kaiser. Der hat ja auch gerade einen Lauf. Der ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und jetzt ist er auch noch Bürgermeister von Baden-Baden. Das ist der Hammer. Weil er hat einen Nebenjob. Baden-Baden ist ja eh so eine Promi-Stadt. Ist das vielleicht so, dass das so alte Schlagersänger nach Baden-Baden kommen und da noch eine politische Karriere anstreben? Das kann ich mir gut vorstellen. Bevor die sich am Nachmittag langweilen, ja, gehen die kurz mal im Rathaus vorbei und bringen Elternhalter auf den Weg. Das ist ja Roland Kaiser. Ich meine, vielleicht, was macht Howard Carpendale? Ist der auch dabei? Du musst mir kurz mal helfen, genau. Howard Carpendale, Bernhard Brink. Howard Carpendale und Roland Kaiser. Ich verwechsel Matthias Reim ist bestimmt für die Jugend zuständig. Nee, Matthias Reim möchte man nicht. Matthias Reim muss ja, der darf ja nicht mehr raus. Weil wenn es so windig ist wie heute, dann weht er ja weg. Also, hast du mal Matthias Reim gesehen? Der ist ziemlich dünn, ne? Was ist da mit dem passiert? Ja. Hat er sich den Magen verkleinern lassen, obwohl Nein, er. Das war Rainer Kallmund. Obwohl er auch nur. Oh, Rainer Kallmund könnte auch Bürgermeister in Baden werden. Thomas Gottschalk wohnt auch in Baden-Baden. Wahrscheinlich nur. Nee, aber der muss Radio machen jetzt bei SWR3. Der will, nee, aber auch nur, weil er Bürgermeister werden will. Meinst du? Der will Bürgermeister, das ist natürlich. Roland Kaiser, Thomas Gottschalk, alle werden sie Bürgermeister von Baden-Baden. Da hatten wir im Podcast ja schon mal drüber gesprochen, dass wir uns das auch sehr gut vorstellen können. Ist nicht auch einer der Klitschkos Bürgermeister geworden? Ja, wie heißt die Hauptstadt der Ukraine? Kiew. So. Glaube ich. Und da ist, ja genau. Ja. Und man weiß aber nicht immer, der Große oder der Kleine. Boah, das weiß ich auch nie. Wladimir und Vitali, und man kann es anhand des Alphabets auseinanderhalten. Wladimir und Vitali, das ist beides mit V. Nein, das eine ist mit W und das andere ist mit V. So, und dann kommt, was kommt vor jemandem? Was kommt VW, genau, vor VW. Also A, B, C, D, E, F, G, VW. So, und Wladimir ist halt... Nee, Vitali ist der Ältere und dann kommt Wladimir. Ich merke mir immer, weil Vitali ist ja vital, kommt von vital und hat irgendwas mit Leben zu tun. Ja. Und deswegen habe ich mir immer, der lebt schon länger. So habe ich mir immer gemerkt. Alter, ist das kompliziert. Das ist die komplizierteste Eselsbrücke, die ich in meinem Leben gehört habe. Vital ist schon länger. Aber manchmal verwechsle ich auch und denke, er ist noch jünger und er ist deswegen noch mehr am Leben. Deswegen weiß ich es gerade gar nicht. Ja. Ist noch fitter. Okay, wir sind abgeschwiffen, also abgeschweift, abgeschwufft, abgeschwufft. Sag ganz kurz, war deine Geschichte schon zu Ende? Der Bürgermeister von Baden-Baden hat es diskutieren halt viele, weil das natürlich so früher, gerade die ältere Generation sagt sich so, früher sind wir irgendwie zur Schule gegangen und dann brauchte man so einen Mist nicht und jetzt werden da Tausende von Euro weggeschmissen, ja, um diese SUV-Mamas und Papas da irgendwie glücklich zu stellen. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja auch Erfahrungen auf diesem Gebiet, Kinder zur Schule zu bringen. Ja. Wie war das? Immer mit dem Sprinter, also wir fahren immer mit dem Großen. Nein, die fahren wirklich mit dem Fahrrad im Sommer oder aber mit der Bahn. Aber auch, weil wir kein Auto haben, das muss ich auch dazu sagen. Ja, aber es geht ja wahrscheinlich auch um Kinder, um kleinere, um jüngere, ne? Also die so Erst- bis Viertklässler, oder? Ist das nicht immer das große Problem? Wie bist du denn früher zur Schule gekommen? Ich bin gelaufen meistens. So, meistens von der ersten gelaufen. Klasse an? Ja. Na, siehst du. Ich kann mich auf jeden Fall noch so dran erinnern, wie diesen Weg da bei Wind und Wetter, ja. Manchmal fuhr auch ein Bus, der fuhr aber nicht immer. Ja. Und dann hat man sich auch mit Kumpels getroffen, so. Das war eigentlich geil. Warum ist das heutzutage nicht mehr so? Warum haben wir das verloren?
Ja, wie gefährlich? Ist gefährlicher als vor 30 Jahren? Baden-Baden ist ja auch sehr hügelig, ja. Da muss es ja sehr anstrengend, da den Weg zu laufen. Ja, aber das hat ja dich auch so sportlich gemacht, wie du jetzt bist. Ja, absolut. Das hat dich ja geformt, ja, möchte ich sagen. Ich weise niemanden darauf hin, dass man diesen Podcast auch als Video sehen kann. Du siehst fantastisch aus. Ja, das ist auch, du siehst fantastisch aus in deinem schwarzen Hemd heute. Das ist wirklich sehr schick. Das gefällt mir sehr gut. ich weiß es nicht. Ja, klar, man macht sich halt Sorgen, dass die Kinder gut zur Schule kommen. Das kann ich auch verstehen. Und wir haben das früher so gemacht. Bei uns im Kindergarten war es so, dass wir irgendwann, wo klar war, wir kommen in die Schule, dann sollten wir unsere Schule mitbringen und dann wurde der Schulweg abgegangen mit der Kindergartengruppe. Mhm. Und dann wurden gefährliche Stellen gesucht und dann gab es als Hausaufgabe im Kindergarten auf, den Schulweg zu zeichnen und die gefährlichen Stellen dort zu markieren. Okay. Und das verinnerlichst du dann als Kind so hart, dass du weißt, du stehst jetzt an dieser Kreuzung, wo du vor einem halben Jahr einen roten Strich gemacht hast, das ist also gefährlich. Das heißt, ich muss hier stehen bleiben und gucken. Das fand ich eine super Idee. Also aufmalen, dass das in den Kopf kommt. Finde ich auch gut. Also ja. Ja, wird das denn jetzt wahrgenommen, diese Elternparkplatz? Ja, wie sau. Wahrscheinlich sind es viel zu wenig. Wir müssen das im Auge behalten. Ja, wir müssen mal einen Prakti da hinschicken, der soll das mal für uns notieren. Ich verweise auf Podcast Nummer 25 im März 2020, da gibt es dann den großen Testbericht. Ist das so? 25? Das ist in 10 Wochen. Ach, jetzt hör doch auf, den Mist nachzurechnen. Das ist erst später. So, kommen wir zu deiner Meldung. Was hast denn du? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, total geil. Porsche hat einen Werbespot gedreht und in dem kommt auch unsere Region teilweise recht präsent drin vor. Mhm. Und zwar, die Geschichte ist, im Porsche-Museum in Stuttgart wird ein neuer Porsche geklaut und zwar ein E-Porsche. Das ist die Geschichte des Werbespots. Ja, genau. Okay. In dem Werbespot wird der Porsche geklaut und die Security-Mitarbeiter aus diesem Museum, die müssen den dann verfolgen und dann springen sie natürlich in die ganzen geilen Karren, die da stehen. Oh, in so alten Dinger. Porsche Spyder und ja, was da es nicht gibt, Carrera 911er und also ist auch ganz witzig gemacht und dann gibt es halt eine Verfolgungsjagd, erst durch Stuttgart und dann eben auch durch Teile unserer Region. Die Schwarzenbachtalsperre ist dabei, spielt auch eine sehr prominente Rolle und dann geht es noch nach Heidelberg und dann schließlich noch nach Heppenheim. So. Und da ist eine sehr schöne, die Heppenheim hat anscheinend, keine Ahnung, wusste ich nicht, eine sehr schöne romantische Fachwerk-Altstadt und da machen die dann so ein paar Donuts, wie man so sagt, ne? Sagt man das so? Donuts? Ja, 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 so ja. Donuts ziehen und da verfolgen die eben diesen E-Porsche und das ist ja allein schon geil, so eine aufwendig produzierte Fernsehwerbung, aber der absolute Knaller ist, dieser Spot läuft auch nächstes Wochenende beim Super Bowl, beim größten Fernsehereignis der Welt. Da kann man dann unsere Region sehen oder zumindest Teile unserer Region, wie die da mit dem Porsche eben langheizen. Sieht mega geil aus. Schwarzenbach. Hast du schon gesehen, den Spot? Ja, den kann man sehen. Kann man sehen. Das Geile ist auch, anscheinend wird der gekürzt für den Super Bowl. Ja. Und die Schwarzenbachtalsperre bleibt drin. Ja, sauger. Weil da ist auch das Finale von diesem Spot. Das ist natürlich richtig cool. Ja, die mussten den wahrscheinlich kürzen, weil das ist ja so arschteuer. Ja. Da eine Sekunde kostet ja so viel wie 5 Einfamilienhäuser. Ja, aber in Manhattan. Wahrscheinlich, ja. Ja, brutal teuer und Porsche. Also ich finde ehrlich gesagt, ich habe mir den Spot angeguckt, so richtig mitgenommen hat er mich nicht. Ich fand es natürlich geil, dass man so Heidelberg sieht. Was mich auch gestört hat, dass sie von Norden nach Süden in Heidelberg gefahren sind. Also sie sind über die Neckarbrücke, über die alte Brücke in Heidelberg gefahren und danach sind sie nach Heppenheim gefahren. Heppenheim liegt aber nördlich von Heidelberg. Okay, und sie sind aber auf der Brücke von Norden nach Süden unterwegs. Das stört mich. Ja, natürlich, weil du weißt, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, so wie sie das da fahren. Ja, du darfst eh nicht mit dem Auto über die Brücke fahren, okay. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Klar, also ist eine Verfolgungsjagd, aber logischer wäre es gewesen, wenn man von Süden nach Norden über die Brücke gefahren wäre. Ja, aber über Logik gibt es dann nicht. Heppenheim ist ja dann erst nördlich von Heidelberg. Das ging mir mal so und jetzt schweifen wir wieder ab und zwar bei Jason Bourne mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ja. Da wurde ganz viel in Berlin gedreht und zu der Zeit habe ich noch in Berlin gearbeitet und gewohnt und da war das genau so. Ich mache den Arm nur so, weil ich jetzt irgendwie aushole. Da war das genau so, ne? Dass der ist an einem Haus lang gegangen, das kanntest du und war eine Millisekunde später in
einer ganz anderen Ecke von Berlin. Ja, das war. Und das macht einen irre. Das macht mich jeden Sonntag beim Tatort irre. Das ist ja auch, wenn sie einen Tatort hier drehen aus der Region. Schlimm. Wenn sie den Ludwigshafener Tatort drehen, ja, dann sind sie auf einmal in Baden-Baden, dann sind sie in Karlsruhe in der Venusbar. Irgendwie kam gerade die Wiederholung vor kurzem und gehen auf die Straße, sind wieder in Ludwigshafen, gucken rüber, sehen Mannheim. Es ist da bist du wahnsinnig. Also, ne? Das hasse ich auch. Weil warum? Es gibt doch auch eine coole Bar in Ludwigshafen. Warum kann man das dann nicht komplett da drehen? Ja. Also das macht für mich einfach keinen Sinn. Aber es gibt ja wirklich so Jobs im Film, die sind nur auf der Suche nach coolen Locations. Ja, Locations die machen nichts anderes. Ja. Ja, die gehen so in so Gartenkolonien und sagen sich so, wow, das ist aber eine coole Hecke, da müssen wir mal irgendwie eine Leiche im Tatort verstecken oder so. Und dann werden da Fotos gemacht und dann kommen die da an und so. Hast du mal gesehen, wie ein Tatort live gedreht wurde? Ja. Was die da alles aufbauen für so eine Millisszene? Du denkst wirklich irgendwie, die bauen hier eine neue Stadt oder einen Flughafen auf und dann ist da nur so, er kommt aus dem Gebäude raus, macht sich eine Kippe an und geht weiter. Ja. So, und dafür wurde aber zwei Tage vorher abgesperrt und irgendwelche Scheinwerfer aufgebaut und so. Krass. Ja, ich habe heute meine Uhr wieder dabei und ich sehe, es ist Zeit, mal wieder jemanden anzurufen. Na los. Weil das mache ich ja immer hier in meinem Chaka-Chaka, in meinem Chaka-Chaka-Moment von Hella von Sinnen, wo du die Nummer wählst und ich nochmal ganz kurz erkläre, der Podcast heißt 29 Minuten 59. Nee, so heißt er gar nicht. Er heißt 29,59, weil er 29 Minuten und 59 geht. Er wird rigoros abgebrochen, wenn die Zeit um ist, egal ob wir schon fertig sind oder nicht. Und was wir auch immer machen, wir rufen jemand an. Und zwar denjenigen oder diejenige, die uns als Letzte eine WhatsApp-Nachricht ins Studio geschickt hat. Ein Blitzer ist das. Eine Blitzermeldung. Ja, von einem Mann offensichtlich. Schönen guten Tag, hier spricht die neue Welle, Jan Zipperer mein Name, Carsten Penz ist auch dabei. Hi. Du hast uns gerade einen Blitzer ins Studio geschickt. Genau. Und wir sind jetzt hier gerade beim Aufzeichnen unseres Podcasts und eine Rubrik unseres Podcasts ist, dass wir immer denjenigen, der uns gerade in diesem Moment einen Blitzer ins Studio schickt, anrufen und ihn fragen, wie es ihm geht. Ach, so ein Zufall. Wie geht's dir denn? Gut, ich bin gerade am Haus renovieren und komme gerade vom Baumarkt zurück, deswegen... viel zu tun, viel im Stress, aber für eine Blitzermeldung reicht auf jeden Fall immer. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Wie ist dein Name? Kai. Kai, ist es für dich in Ordnung, wenn wir dich aufzeichnen und in unseren Podcast integrieren? Ist absolut in Ordnung. Weil wenn nicht, müssten wir das Gespräch jetzt sofort abbrechen. Ja. Das ist gut. Du renovierst dein Haus. Erzähl, ich will alles wissen. Was machst du? Machst du alles selber? Bist du so einer, der das kann? Oder machst du alles selber und bist einer, der das nicht kann? Ich habe viele Freunde und viele Kollegen, die alles können. Ah, sehr gut. Was heißt denn renovieren? Was heißt denn innen drin? Alles neu verputzen, Stromleitungen neu. Wie alt ist das Gebäude? Das ist von 76. Okay, da ist also einiges zu machen, ja? Ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, richtig. Das sind ja so, ich finde das immer so faszinierend, wenn du so in alte Häuser kommst und hast so alte Steckdosen, die nicht eckig sind, sondern rund. Kennst du diese alten Steckdosen noch? Ja, die sind hier auch alle noch. Die sind aus der Wand rauskommen. Ja, die so richtig rauskommen, nicht versenkt sind. Ja, und rund richtig, halt. Richtig. Nicht eckig, sondern rund. Und dann meistens, wenn vorher da jemand geraucht hat, 30 Jahre, so schön gelb auch schon noch. Was ist und das? Innen schön verschmort, weil sich die Kabel schon gelöst haben und immer so ein bisschen Kontaktbrand. Ja, ganz toll. Hast du das Haus gekauft jetzt? Ich habe das Haus gekauft, genau, ja. Der Carsten stellt immer so Fragen, ja. Natürlich, das interessiert mich doch. Aber mich interessiert, was ist das größte unvorhergesehene Problem, was auf euch zugekommen ist? Ja. Unvorhergesehen war, dass mir mein Druckminderer in der Wasserleitung geplatzt ist, als ich das Wasser wieder anstellen wollte, nachdem ich eine Wand rausgerissen habe. Dementsprechend dann kein Wasser und keine Heizung mehr habe im Haus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wohnst du denn schon da drin und bist darauf angewiesen? Nee, noch nicht. Morgen kommen die Ersatzteile und dann hören wir auch auf zu frieren auf der Baustelle. Das ist dann nicht schlecht. Wie lange war das jetzt so? Knapp 2 Wochen. Ach, gerade in der Zeit, wo es mal richtig kalt gewesen ist. Ja, richtig. Ja. So ein Wann musst du fertig sein? Wann hast du deine jetzige Wohnung gekündigt? Tatsächlich Ende Februar. Oh! Ach du Scheiße, also das ist ein strammes geht Programm. Jetzt Endspurt quasi, ja. Und schaffst du das auch? Ja, oder wohnst du dann auf der Baustelle? Nö, das kriegen wir hin. Ja, und nicht ein Nagel, ein Bier, ne? Das nicht dann mehr, ne? Ach so, deswegen dauert das so lang. Ein Nagel, ein Bier. Ein Nagel, ein Bier. Alte Zimmerregel. Das ist ja dann auch 10 Nägel später, ein Finger weniger. Guck mal, die Maurers geben einen aus, ne? Jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Kennt ihr noch Werner? Ja, klar. Natürlich. Ja, großartiger Wirkstoff. Film, oder? Ja, Mann. Kai, Mensch, es macht so Spaß mit dir, sich zu unterhalten. Warum haben wir vorher noch nie miteinander gesprochen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch nie zurückgerufen. Bist du ein regelmäßiger Blitzermelder?
Ja, mehr oder weniger. Ganz ehrlich, meldest du nur an uns oder auch an andere? Nö, bis jetzt nur an euch. Euch höre ich halt. Von daher. Das ist schön. Bedanken wir uns auch immer ordentlich. Oh, ich bedanke mich so selten. Du bist ganz schlecht im Bedanken. Das muss ich mal sagen. Ich bedanke mich. Ich versuche das immer hinzukriegen. Ja. Wenigstens dann geht danke. Mir das Herz auf, wenn du dich bei mir bedankst, wenn du sonst nie machst. So. Ja, der Kai, der Carsten ist halt auch zu zweit, ja. Ich muss halt alles, ich bin halt alleine am Nachmittag. Das stimmt. Da hast du recht. Die Vanya und der Penz, die können das halt nicht alleine. die brauchen immer noch jemanden und ich muss halt alles alleine machen und bedanke mich wirklich. Ich bedanke mich oft, aber es geht auch noch öfter. Kai, also auf jeden Fall bedanke ich mich. Du hast auch den Rhetorikkurs 1.0 besucht, oder? Politiker. Kai, ich bedanke mich jetzt, dass wir dich kurz stören durften und wir wünschen dir echt noch viel Erfolg mit deiner Baustelle und möge dein doch anscheinend recht knapp gestrickter Zeitplan, dem du aber sehr optimistisch entgegensiehst, genauso aufgehen. Ich danke euch. Wenn du Hilfe brauchst, ruf den Jan an. Der meldet sich zwar nie zurück, aber öfter jetzt. Sag das nicht so laut. Mach's gut, ciao. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüssi. Ey, so ein netter Kai. So ein netter Kai. Von allen Kais, die ich kenne, war das auf jeden Fall der netteste. Ich glaube, aber das muss ich mal sagen, es gibt ja so Namen, mit denen verbindet man was. Und ich habe noch nie einen unnetten Kai. Ich habe noch nie einen nörgeligen Kai getroffen. Kai ist irgendwie immer gut drauf. Keine Ahnung. Da habe ich keine Erfahrungen. Sehr schön. Okay, alles klar. Kommen wir nochmal zu einer Meldung, wo ich irgendwie so ein bisschen schlucken musste. Und da weiß ich nicht genau, ist man jetzt ein bisschen neidisch oder freut man sich für denjenigen? Wir haben in unserer Region einen Lottospieler gehabt, der in dieser Samstagsziehung, also in der letzten, einen, naja, Volltreffer möchte ich nicht sagen, aber einen beinahe Volltreffer gelandet hat. Und zwar hat er alle Zahlen richtig, außer die Superzahl, und hat jetzt 815.000 Euro gewonnen. Das ist doch super. Vamp, ja. Aber er hätte mit der richtigen Superzahl, also er hatte die 1 angewählt, hätte er die 3 gehabt, wären 7 Millionen gewesen. Krass. Überleg mal, nur, das ist 1, 3, das ist, da liegt nur die 2 dazwischen, viele wissen es nicht, aber es ist tatsächlich so, ja, überleg mal, wie knapp das war. Ja, aber wie ist es denn in der Situation, ärgerst du dich? Ich meine, du hast 815 Euro, wie ist das? 815.000 Euro auf dem Konto und denkst aber, oh, hätte ich nur mein Geburtsdatum andersrum geschrieben oder so und dann hätte ich 7 Millionen. Und das ist schon ein Unterschied, ja, also wenn das 815 und dann, weiß ich nicht, 1,2 oder so, dann sagt man sich, ja, so whatever, aber das ist schon 7 Millionen oder 815.000. Ja, ich glaube aber, du findest es trotzdem. Ich meine, du kannst ja, also da kannst du schon mal dich ein bisschen zurücklehnen und da sieht die Lebensplanung schon mal ein bisschen anders aus, wenn du 815, wenn du 7 Millionen hast, dann sieht dein Leben komplett anders aus. Ich glaube, 7 Millionen ist Stress, weil das musst du ja wirklich gut anlegen, dass das nicht komplett verschwindet. Und 815.000, alles verballern, das ist noch, wäre auch geil. Ja, schön nach Brasilien, ne? Und mit so einer Leberzirrhose wieder zurück nach 2 Jahren. Und ohne einen Pfennig, ohne einen Cent in der Tasche. Liest man ja immer öfter, ne? Ehe kaputt, Leber kaputt. Ja, vielleicht ist das der Trick. Wenn du nur 815.000 hast, dass du dann ein bisschen cooler damit umgehst. Da gehst du einmal ins Casino nach Baden-Baden. Wir sind sehr Baden-Baden-lassen die heute. Ja, da gehst gut. du einmal ins Casino nach Schönste Baden-Baden und machst einen schönen Abend, haust mal so 50.000 weg, einfach mal um zu gucken, wie sich das so anfühlt. Ja. Würdest du das machen? Und so, never, niemals. Das glaube ich auch nicht. Von 815.000 würde ich mir und meiner Familie ein Häuschen oder eine Wohnung oder sowas kaufen, damit das abgesichert ist und der Rest geht in Urlaub und das war's. Ich würde die nicht anfassen. Ich würde irgendwie auf die Bank legen und nicht anfassen und denken, oh mein Gott, ich darf keinen Cent davon verlieren. Wieso? Ja, ich hätte Angst, dass das, also wenn du schon die Gabe hast, also was heißt, wenn dir schon so viel Geld gegeben wurde, wenn du das Glück hattest, dass du sowas hast, dann hätte ich Angst, da jeden Cent zu verlieren. Und entschuldige, aber das ist doch eigentlich Quatsch, weil ich meine, keiner weiß, wie lange er auf dieser Erde lebt. Ja, eben, genau. Und dann springst du in die Kiste und hast auf dem Konto 815.000. Gibt ja so Gerüchte von so Menschen, die, in meiner Heimatstadt war das so, da gab es eine Oma, die hat immer an der Landstraße mit so einem Strohbesen die Straße gefegt und da musste man immer vorsichtig fahren, vor allem, weil sie es auch nachts gemacht hat. Und da ging das Gerücht, dass sie steinreich ist. Und als sie gestorben ist, war die wirklich steinreich. Hat aber von diesem Geld nie was angefasst. Das ist doch traurig. Ja, ist traurig, aber ich habe halt auch so ein Sicherheitsbedürfnis, glaube ich. Ich würde einfach sagen, Finger weg, mal gucken, mal schlechte Zeiten. Wer weiß, was noch kommt. Du kannst es ja mir geben und ich passe dann drauf auf. Ja, und dann, wenn ich es brauche, hole ich es mir wieder. Vielleicht. Ja, ist schon krass. Und ab 7 Millionen ist dann halt, also da ist dann halt alles anders. Also da kannst du auch direkt zum Chef gehen und sagen, fick dich. Da ist Drecksau-Party angesagt. Da kannst du wirklich, also... Ja.
Ja, oder du machst es dann halt auch so, also hebst es auf, sagst es keinem und fährst halt nur in schönere Urlaube. Das würde ich sowieso nicht machen. Also egal ob 815.000 oder 7 Millionen, ich würde keinem von euch was sagen. Ich würde dir nichts sagen. Hm. Ich meine, ihr würdet es sehen. Ich würde mit Porsche ankommen demnächst. Ne? Und zwar mit dem aus der Super Bowl-Werbung, weil der hat nämlich eine Geschichte. Aber... Echt, du willst eine Porsche kaufen von 800, ich weiß nicht. Nein, von 815.000 kriegt, nein, natürlich nicht. Aber bei 7 Millionen ja. Ja, okay. Ja, bei 7 Millionen ja. In Porsche hätte ich schon Bock. Ferrari reizt mich nicht, Lambo reizt mich nicht, Porsche hätte ich schon Lust. Echt? Ja. Ich finde das gar nicht gut. Also so tief sitzen und so jede Bodenwelle spüren. Das ist ein geiles Bock Fahren. Bock mich überhaupt nicht. Na klar, das ist wie Go-Kart fahren, das ist total cool. Ja, okay. Finde ich. Was würdest du dann machen? Ich würde bei meinem japanischen Kleinwagen bleiben, aber ich würde ihn vielleicht mit besseren... Was ist denn das für ein japanischer Kleinwagen? Ich würde Daihatsu oder was fährst du? Eine bessere Innenausstattung wählen. Also das ey, dein japanischer Kleinwagen hat einmal Modell Normal und einmal Modell Deluxe und Modell Deluxe hat einen Aschenbecher oder irgendwie oder ja, einen Zigarettenanzünder oder so, die halt sich so massieren, das ist vielleicht geil. Aber du bist halt auf dem Boden geblieben, ja, das finde ich schon, das finde ich toll. Du bist wirklich ein echter, ja. Ich habe noch eine Meldung dabei, die passt ganz gut zu deiner Geschichte und zwar, wie man überraschend schnell zu Geld kommt, wenn es mit dem Lottospielen nicht klappt oder wenn man sich zu sehr ärgert, dass man statt der 1 die 3 gewählt hat und aus statt 7 Millionen es halt nur 800.000 sind. Wie wäre es denn mit dem Geldautomaten klauen? Das haben nämlich... Weil ich dachte jetzt, ich muss nur eine Antwort geben. Danke, dass du weitermachst. Das haben nämlich bisher unbekannte Täter gemacht. Und zwar im Enzkreis in Neuenburg von Freitag auf Samstag haben sie... Entschuldigung, von Samstag auf Sonntag. Okay, ja, keine, ein Unterschied. Keine Fake News hier. Haben sie einen kompletten Geldausgabeautomaten aus einem Einkaufsmarkt entwendet. Und entwendet klingt so, als hätten sie es so, keiner hat es gesehen, ich habe es ihm unter die Jacke gesteckt. Den konnte man dann nicht weit vom Tatort entfernt finden. Ja. Und man weiß jetzt noch nicht genau, wie sie ihn dahin transportiert haben. Weit sind sie auf jeden Fall nicht gekommen und an das Geld sind sie auch nicht gekommen. Sie haben das Ding also nicht aufgekriegt. Ja. Ja, also ich habe die Meldung auch gelesen. Wichtig daran ist, um nochmal so eine kurze ernste Komponente da reinzubringen, die Polizei ist immer noch auf der Suche nach Zeugen. Super Tipp. Achso, schade. Nee, ist immer noch auf der Suche nach Zeugen, ist wahr. Also die haben die Täter noch nicht gefunden. Und ich meine, so ein Geldautomat, tragen kannst du ihn nicht. Der muss irgendwie transportiert worden sein mit einem Auto und auch rausgerissen und so weiter. Wenn das jemand gesehen hat, möge er sich bitte bei der Polizei melden. Ich habe übrigens ein bisschen recherchiert zu dieser Geschichte. Ja. Ein Geldautomat wiegt im Schnitt 1000 Kilogramm, eine Tonne. Ja, den kannst du nicht tragen. Und da sind 100.000 Euro drin. 100.000? Ist das gesetzt? Also es sind 50.000 bis 100.000. Wenn du Glück hast, sind 100.000 drin. In Marxell, Neuenburg, keine Ahnung, vielleicht sind da nur 40.000 drin. Das ist viel. Aber findest du das viel? Das finde ich total viel für einen Geldautomaten. Was hole ich denn immer ab? Ich hole maximal ein Fuffi oder ein Huni ab oder so. Überleg mal, dann sind da 50 oder 100.000 drin. Was mir auch aufgefallen ist in meiner Geldautomatenrecherche, er wurde von einem Schotten erfunden. Ja. Und die erste Bank, die in Deutschland vor 50 Jahren einen Geldautomaten aufgestellt hat, das war eine Bank in Tübingen. Und zwar also im Schwäbischen. Und Schotten und Schwaben, denen sagt man ja immer hinterher, dass sie irgendwie besonders geldaffin sind, besonders sparsam sind. Und das fand ich irgendwie witzig, dass gerade ein Schotte den Geldautomat erfunden hat, weil er sich über die Öffnungszeiten seiner Bank geärgert hat. Ja. Und dann hat er den Geldautomaten erfunden und ein paar Jahre später gab es dann den ersten in Tübingen. Ich hoffe, er hat sich das patentieren lassen. Dann ist er immer noch ein reicher Mann, so viele Geldautomaten, wie es mittlerweile gibt. Das wäre natürlich cool. Ja, bestimmt. Ja, glaube ich schon. Klar, dass sich das patentieren lassen. Aber ich finde ich finde das ja relativ mutig wieder im Leben. Ne? Wann bist du an diesem Punkt, wo du sagst, irgendwie, ich brauche jetzt mal ein bisschen Kohle? Ich wuchte jetzt einen 1000 Kilogramm schweren Geldautomaten aus deiner Verankerung raus. Wahnsinn, das muss auch laut gewesen sein. Mit einem Auto oder mit irgendeinem Transportgerät. Ich sag Pickup. Ja, aber da muss das wieder so hoch. Vielleicht hat er auch eher so eine Ameise? So, das könnte ich mir eher vorstellen. Ja, aber dann läufst du mit so einem Ding durch die Stadt. Hallo, ne. Ja gut, aber wuchte doch mal 1000 Kilo auf den Pickup. Ist steckt mein Bruder drin. Wuchte doch mal 1000 Kilo Ding auf den Pickup drauf. Und dann lädst du es doch auch nicht in der Nähe ab. Dann fährst du irgendwie in deine Garage. Keine Ahnung, ich finde das irre, weil das, wie gesagt, es muss unfassbar laut sein, so wie dieses Geräusch jetzt.
Und es soll uns wieder darauf hinleiten, dass die 2959 zu Ende gehen. Ja. Es ist wieder ein Geräusch, das du rausgesucht hast. Wird jetzt renoviert, ja. Es handelt sich um Baustelle. Ey, als hättest du es gewusst. Oder es sind unbekannte Täter, die versuchen, einen Geldautomaten aufzubrechen. So könnte das geklungen haben. Meine Damen und Herren, wir haben exklusiv einen Live-Mitschnitt von der Tat aus Neuenbürg. Hören Sie hier. Guck mal, da ist ein Hammer, eine Säge, ja, und ein Presslufthammer. Also damit hätten die das Ding wohl aufgekriegt, oder? Aber nicht mit dem Hammer und nicht mit einer Säge. Da brauchst du so Dynamit. Dynamit? So eine kleine Ladung Dynamit. Dann ist aber die Kohle auch puff. So ein Sprengmeister. Nee, so ein Sprengmeister, und der weiß, wie es geht. Vor allem, wenn du es aufmachst ohne... Wir lieben.